Einen schönen guten Morgen in die Runde. Diesmal Mittwoch. Ja, wir haben heute das Neuerung-Webinar mit Stefan Kartins. Und ich würde jetzt einfach auch das Wort direkt weitergeben. Wow, das ging mal fix. Vielen Dank, liebe Adriana, für die Einleitung, für die Organisation und vor allen Dingen Ihnen für die Zeit, die Sie sich nehmen. Ja, die Version 9.8 ist jetzt vor kurzem erschienen. Wir haben ein bisschen gepokert beim Termin, ob das alles noch rechtzeitig passt und hat gepasst. Und insofern freue ich mich heute, Ihnen über die Neuigkeiten 9.8 erzählen zu dürfen. Es ist so, dass wir, ja, natürlich ist das Thema E-Rechnung allgegenwärtig und auch ja, das Hauptthema. Und deshalb werden wir uns heute vorrangig den E-Rechnungsfunktionalitäten widmen, weil ich glaube, da sind die meisten von Ihnen am meisten gespannt darauf. Es gibt noch ein paar andere Themen, die sind in den Update-Beschreibungen dargestellt. Da gebe ich Ihnen aber auch Informationen, wo man sowas im Detail noch nachgucken möchte, wenn man jetzt wirklich jede einzelne Änderung sich anschauen möchte oder wissen möchte, was wo geändert wurde. Wie gesagt, für diese Session habe ich mich vorbereitet, dass wir auf die E-Rechnungsdetails eingehen. Und ich würde Sie einladen, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, einfach in den Chat schreiben. Wir werden am Ende der Session auf die einzelnen Fragen aus dem Chat eingehen. Falls ich es übersehe, Adriana, bitte, ne, sei aktiv und weise mich darauf hin, wenn ich irgendeinen Eintrag vergessen sollte. Okay, ich gehe davon aus, dass Sie alle diesen Bildschirm sehen, den ich hier vorbereitet habe. Und ich würde heute auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen viel in den neuen Client der Sage 100 zu zeigen. Die meisten von Ihnen kennen ja die Warenwirtschaft in dem Gewand oder die Buchhaltung in dem Gewand. Sieht alles sehr ähnlich aus. Habe ich auch auf diesem Rechner. Und all das, was Sie heute sehen, können Sie selbstverständlich auch in den alten in Anführungszeichen Gewändern sehen oder in den neuen Gewändern. Und das ist das, wo wir uns heute vorrangig aufhalten werden, dass Sie auch nochmal einen kleinen Einblick bekommen in die, ja, neue Oberfläche der Sage 100, wo Sie wahrscheinlich feststellen werden, auch es ist ja doch das, was wir gewohnt sind, also die neuen Oberflächen in den Access-basierten Clients, nur halt ohne Access. Und das macht vielleicht auch ein bisschen Spaß. Und deshalb habe ich mir gedacht, nutze ich auch die Chance. Okay, wenn wir jetzt mal nochmal auf das Thema E-Rechnung kommen, welche E-Rechnung gibt es? Es gibt einmal das Zugpferdformat, also nicht das PF, sondern das F-Pferd. Das ist ja, ein deutscher Standard, der sich etabliert hat. Und dann gibt es das Thema X-Rechnung. X-Rechnung Faktüre kommt eigentlich aus Frankreich, ist so ein europäischer Standard. Und beim Zugpferd ist noch das PDF-Dokument das Leitdokument, während bei der Faktur eigentlich das XML-Dokument, die XML-Datei, die Daten beinhaltet, das Hauptdokument ist. Also ist schon mal ein schöner Einblick in die Reise, die wir gehen werden. Also wir sind eigentlich schon mittendrin in der Reise von einem Papierdokument oder einem digitalisierten Papierdokument, einer PDF-Datei hin zu einem voll elektronischen Rechnungsformat. Und das merken wir hier sehr deutlich. Was müssen Sie tun, wenn Sie mit der E-Rechnung beginnen möchten? Also wichtig ist, dass Sie einmal Ihre Mandanteneinstellungen überprüfen. Das können Sie, ja, das können Sie im Hauptmenü machen. Das kennen Sie wahrscheinlich, Grundlagen, Mandant und Einstellung. Ich habe mir für die wichtigsten Punkte Favoriten angelegt. Deshalb hatten Sie gerade nur ein reduziertes Menü gesehen. Wichtig ist, dass Sie im Reiter Umsatzsteuer Ihre Umsatzsteuer-Identnummer eingetragen haben, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und Sie müssen einmal zu Ihrer Mandantenadresse gehen, die finden Sie im Adressstamm. Sie können ja, wie Sie vielleicht wissen, diese nach den Sonderfunktionen einer Adresse suchen. Ich habe diese Spalte hier mal eingeblendet. Sehen Sie hier Verwendung oder Sonderfunktion. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte die Mandantenadresse sehen, dann sehen Sie hier auch gleich, dass das die Adresse ist, mit der die Sage 100 arbeitet. Wichtig ist, dass diese Adresse eine E-Mail-Adresse eingetragen hat, damit das System weiß, welche E-Mail-Adresse zu verwenden ist. Außerdem brauchen wir in den Hausbanken eine Bank, die wir für die elektronische Rechnung freigeben. Das ist für bestimmte E-Rechnungsformate verpflichtend. Und Sie sehen hier, ich habe auch mal die Spalte E-Rechnung eingeblendet. Also für die Leute, die es noch nicht kennen, Sie können ja hier in den Einstellungen Spalten ein- und ausblenden. Und da habe ich mir die Spalte E-Rechnung dazu geholt, damit wir auch sehen können, welche Bank an dieser E-Rechnungsgeschichte teilnimmt. Sie brauchen mindestens eine.
so wie ich es hier gemacht habe, können aber auch, und das ist ein Unterschied, können aber auch mehrere Hausbanken für die E-Rechnung hinterlegen. Und das werden wir gleich noch sehen können, dann im Kundenstamm auch entsprechend dann auswählen, wenn Sie möchten, für welche Hausbank der Kunde oder für den Kunden, welche Hausbank für die E-Rechnung verwendet werden soll. So ist es richtig. Okay, und wenn wir einmal schauen, was müssen Sie im Kundenstamm machen? Also wenn Sie einen Kunden auf E-Rechnung umstellen wollen, gehen wir einmal in den Kundenstamm. Wir könnten das natürlich aus dem Kundenstamm machen oder aus den Adressen, das ist mir klar. Ich habe jetzt mal, es sind ja hier die Sage-Demo-Daten. Da schnappen wir uns mal den Herrn Aber aus Sauerlach, den kennen Sie vielleicht schon aus vielen anderen Webcasts, ist so der Lieblingskunde, der verwendet wird. In den Grundlagen finden Sie hier eigentlich an gewohnter Stelle das Thema E-Rechnung. Da werden einige von Ihnen sagen, das ist ja langweilig, kenne ich doch noch, war vorher auch so. Das stimmt auf der einen Seite. Also Sie können jetzt hier, so wie bisher auch, nicht verwenden, einstellen, wenn Sie es nicht haben möchten. Sie können Zugpferd 2.1.1 einstellen. Das ist das aktuelle Format, was auch der europäischen Gesetzgebung entspricht. Oder diese X-Rechnung, Faktüre, die auch europäischem Standard entspricht, auswählen. Zugpferd 1.0 unterstützt Sage noch, entspricht aber nicht den europäischen Vorgaben. Also müsste man überlegen, ob das überhaupt nötig ist, den Kunden dort einzustellen. Wenn Sie eins von diesen elektronischen Rechnungsformaten ausgewählt haben, verhält sich das System unterschiedlich. Bei Zugpferd 2.1.1 fragt Sie das System jetzt nun, wie soll ich es machen? Wollen wir grundsätzlich immer per Mail diese Rechnung verschicken oder möchten wir es als PDF-Datei speichern? Das ist eine neue Option, die mit der 908 dazugekommen ist, dass Sie also sagen können, naja, ich schicke es direkt per Mail oder ich speichere es als PDF-Datei, um dann mit irgendeinem Instrumentarium diese Rechnung dann abzuladen zum Kunden oder wie auch immer. Ist auch schon mal in Vorbereitung für künftige Prozesse in der elektronischen Rechnungsstellung. Es ist ja geplant, dass sowas in mittelferner Zukunft komplett elektronisch über vertrauenswürdige Portale stattfinden soll. Okay, also sobald Sie Zugpferd auswählen, können Sie sagen, als PDF-Datei speichern oder per E-Mail. Wenn Sie jetzt das X-Rechnungsformat auswählen, gibt es eine kleine andere Geschichte. Das System meldet gleich, Achtung, 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 hier gibt es ein paar Themen, die wir regeln müssen. Also bei der Verwendung von der E-Rechnung muss ich auch die Ausgabe eingeben. Das sehen wir hier, da kann ich also direkt hinklicken. Das System bringt auch Empfehlungen, was die Preisstellung angeht zum Kunden. Also Bruttopreise sind bei den E-Rechnungen nicht so gern gesehen aktuell. Und speziell für X-Rechnungen gibt es noch ein paar Themen, die geregelt werden müssen, die man prüfen muss. Steuernummer, Steueridentifikationsnummer muss hinterlegt sein. Und es muss dann auch eine Hausbank ausgewählt werden und noch eine Leitweg-ID. Also Sie merken, X-Rechnung ist da schon ein bisschen pingeliger als Zugpferd. Aber ich gehe aktuell davon aus, dass wir langfristig am Ende dann nur noch X-Rechnung haben, weil es ein europäischer Standard ist. Wenn man also X-Rechnung haben möchte, könnte man diese Felder ausfüllen. Ich lasse das jetzt mal, weil den Kunden möchte ich gerne behalten, um Ihnen zu zeigen, wie das mit dem Zugpferd funktioniert. Ich habe aber einen anderen Kunden vorbereitet, der dann für das Thema X-Rechnung konfiguriert ist. Das habe ich hier gemacht. Also X-Rechnung, dann auch hier haben wir die Einstellung, wollen wir per Mail oder per PDF verschicken. Das kennen Sie schon aus dem Zugpferdformat. Zusätzlich ist es bei diesem X-Rechnungsformat so, dass ja, wie ich schon sagte, eigentlich die XML-Datei, also die elektronische Datei, die wichtigste ist und die PDF-Datei, naja, so ein Beiwerk ist, damit Sie es auch erkennen können. Und deshalb können Sie bei der X-Rechnung einstellen, ob Sie beides haben möchten oder ob Sie nur die XML-Datei speichern möchten. Wenn Sie die PDF-Datei speichern, ist es ja, dann haben Sie halt was zum Anschauen und den elektronischen Datensatz. Und hier haben Sie tatsächlich nur den elektronischen Datensatz. Für Leute, die jetzt mit Behörden unterwegs sind oder bei Behörden Rechnung stellen, die sind schon ein bisschen länger mit dem X-Rechnungsformat konfrontiert. Und da ist das ganz normal, dass Sie da den Rechnungsdatensatz als XML-Datei hochladen können. Und wenn Sie das dann haben, müssen Sie ein Leitweg-ID eingeben. Die müssen Sie beantragen und können, wenn Sie mehrere Hausbanken deklariert haben, hier die passende Hausbank auswählen. Und Sie sehen hier, es werden die Hausbanken
Daten Hausbanken angezeigt, die sie im Hausbankenstamm als e-rechnungskompatibel deklariert haben. Ja, das muss man machen, wenn man im Kundenstamm, wenn man einen Kunden vorbereiten möchte. Das kann man einzeln machen. Es gibt aber auch Schnelländerungsfunktionen. Das heißt also, da muss ich jetzt einmal ganz kurz in den alten Client reinspringen. Da kennen Sie ja auch über das Hauptmenü Stammdaten, Schnelländerung, Kundenschnelländerung. Aus welchen Gründen auch immer gibt es das nicht in dem neuen Client. Ist mir aber gestern Abend erst aufgefallen. Und dann können Sie wie gewohnt diesen Dialog aufrufen. Allerdings haben Sie jetzt dann neue Parameter für die Grundlagen. Da sehen Sie auch hier E-Rechnung inklusive Ausgabe. Und dann können Sie quasi im Kollektiv auch sagen, okay, ich möchte jetzt welche E-Rechnungsformate einstellen. Und das sind dann hier nicht mehrere Felder, sondern tatsächlich die Kombinationen, die möglich sind. Wählen Sie eine aus, ordnen das dem Kunden in Kollektiv zu und dann bekommen alle das Kennzeichen. Wir müssen also nicht jeden einzelnen Kunden aufrufen, sondern könnten eigentlich auch alle oder ein Kollektiv von Kunden so kennzeichnen. Die Besonderheit ist halt hier, das Ding gibt es aus welchen Gründen auch immer nur im Warenwirtschafts-Client in der Access-Umgebung, nicht in der Access-freien Umgebung. Ist aber auch der einzige Menüpunkt, der mir aufgefallen ist, der jetzt da irrelevant ist, der nicht da ist. Wenn Sie diese Kennzeichen gesetzt haben, also die Dateiausgabe, dann wird die Druckeinstellung komplett übergangen bei E-Rechnung. Das heißt, alles, was mit in den Druckeinstellungen hinterlegt ist, ist dem System egal für das Original. Da wird einfach so vorgegangen, wie es im Kundenstamm vorgegeben ist. Bei den Kopien gilt selbstverständlich weiterhin die Drucksteuerung, die Sie auch bisher kennen. Sie müssen, damit diese Dateiablage funktioniert, allerdings noch eine wichtige Sache machen. Und zwar gibt es diese Benutzereinstellungen. Die sind auch unter Grundlagen Benutzer. Da haben Sie Einstellungen. Und das System möchte gerne wissen, wohin denn die Dateien zu speichern sind. Wir haben ja gerade festgestellt, dass das System es jetzt zulässt, dass Sie die Dateien irgendwo ablegen können. Und deshalb hat dann jeder Benutzer die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit ist gut, die Pflicht, also ein Verzeichnis zu definieren, wohin er seine elektronischen Daten ablegen möchte. Man kann das separat machen für Zugfeld und für X-Rechnung, so wie ich das hier gemacht habe, kann natürlich auch in ein Verzeichnis laufen. Darf man nur nicht vergessen, weil sonst hat das Problem mit der, hat das System Probleme mit der Ausgabe der E-Rechnung. Okay, wie sieht sowas in echt aus? Ich würde jetzt einfach mal einen Verkaufsbeleg erfassen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze in der Praxis läuft. Ich habe also hier eine Rechnung vorbereitet, einmal für einen Kunden, der Zugpferd-Format haben möchte und einmal für einen Kunden, der gerne das X-Rechnungsformat haben möchte. Der Herr Aber, so wie Sie gerade gesehen haben, der bevorzugt Zugpferd-Rechnung, hat auch das Format 2.1.1 eingestellt. Ich drucke das jetzt einfach so wie bisher auch. Und das System handelt sich um eine Druckrechnung, eine Direktrechnung. Die hat ja die Funktion von Lieferschein und Rechnung. Ja, das System sagt mir hier schon, Achtung, Achtung, der Beleg sowieso wird als Zugpferd-PDF-Datei gespeichert. Die Druckauswahl wird ignoriert. Also auch da, falls sich einer wundert, dass kein Papier rauskommt, hat er diesen Hinweis übersehen, hat Sage ganz gut eingebaut, damit das dann auch im Eifer des täglichen Geschäftes nicht übersehen wird. Und da die Direktrechnung zwei Belege beinhaltet, Sie sehen hier Lieferschein und Rechnung, haben wir es auch so konfiguriert, dass hier zwei Papiere rauskommen, weil beim Lieferschein, der ist nicht rechnungsrelevant, der würde jetzt auf den Drucker gedruckt werden, wenn ich hier jetzt auf Drucken drücke. Und bei der Rechnung, die jetzt generiert wird, da ist es so, wenn ich jetzt sage Drucken, verhält sich das System anders als bisher. Ich kann es natürlich per E-Mail versenden und so weiter, kann es auch speichern. Das ist ist genauso, wie Sie es bisher kennen. Oder ich sage Drucken. Und wenn ich sage Drucken, kommt eine Meldung, der Beleg wurde in der Datei sowieso gespeichert. Können wir uns also anschauen. Wenn ich also sage, okay, meine Dokumente möchte ich mir anschauen und im Bereich Zugpferd habe ich jetzt zwei Dateien. Sie sehen, ich habe es schon mal ausprobiert, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Und wenn man eine Rechnung oder den Gleichbeleg nochmal speichert, dann ist die Sage so schlau und sagt, naja, okay, dann hänge ich da eine Erweiterung dran, damit ich erkenne, ich habe den zweimal gespeichert. Und wenn ich diese Datei jetzt öffne,
mit Adobe zum Beispiel, dann sehe ich natürlich wie bisher das PDF auch. Aber das ist ja nicht nur eine Rechnung mit PDF, sondern wir machen es mal, ja. Ach Gott, jetzt kommt hier wieder die Werbung. Entschuldigung. So, es hängt aber auch eine XML-Datei da dran. Das heißt also, wir haben auch hier eine PDF-Datei, die die XML-Information in sich beinhaltet, kann also auch von entsprechenden Systemen gelesen werden. Und das Gleiche würde passieren, wenn wir jetzt einmal einen Beleg erstellen. Ich mache das einmal zu. Wir nehmen mal den anderen Kunden, der gerne X-Rechnungsformate haben möchte. Das war der Herr Scholport. Den habe ich so deklariert. Auch hier drucke ich. Und wir haben auch hier den Prozess Direktrechnung. Auch hier kommt der Hinweis. Achtung, Achtung, Achtung. Wir machen hier eine X-Rechnung. Und wir werden diese als XML und PDF-Datei speichern. Die Druckauswahl wird ignoriert. Und das gilt selbstverständlich nur für die e-rechnungsrelevanten Belege. Also nicht für den Lieferschein. Den Lieferschein würde ich weiterhin auf den Drucker auswerfen, der durch die Druckerkonfiguration, durch die Druckprozesskonfiguration definiert wurde, und die Rechnung kommt so raus, dass sie in dem Verzeichnis landet, was ich eingestellt habe. Ich drücke auch hier mal auf Drucken und das System bringt mir gleich eine Meldung und sagt, okay, diese Datei liegt jetzt dort, hier im Verzeichnis E-Rechnung. Schauen wir uns auch mal an. Und Sie sehen hier, ja, auch das habe ich schon mal ausprobiert. Wir sehen also einmal die PDF-Datei, die ich mit dem ganz normalen Reader öffnen kann. Auch hier sehen Sie, hier ist keine weitere Information drin. Ist einfach nur eine PDF, weil es nur begleitet. Ist ein Unterschied zu dem Zugpferd. Ah, Jungs bei Adobe, ich finde eure Produkte ja gut. Und wir haben hier die XML-Datei, die kann ich jetzt öffnen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ist eher für die Techniker unter uns interessant. So sieht also eine X-Rechnung ja unter dem LAN-Tisch aus. Das heißt also, es gibt bestimmte Bezeichner für bestimmte Informationen und darin werden dann diese Informationen übergeben. Das hat jetzt alles mit X-Rechnung erstellen zu tun. Eigentlich wollten wir uns heute anschauen, wie wir denn X-Rechnung einlesen. Bevor ich das mache, muss ich noch ein paar Hinweise loswerden in Sachen E-Rechnungserstellung. Falls jemand von Ihnen kumulative Projektschlussrechnungen erstellt, das Format geht derzeit noch nicht als elektronische Rechnung abzubilden. Laut Tipp vom Bundesfinanzministerium, tatsächlich steht so in der Doku drin, soll die Projektschlussrechnung dann als letzte Teilrechnung ausgegeben werden. Ich weiß auch noch nicht, was sich daran ändern wird und wie es sich ändern wird. Im X-Rechnungsformat gibt es sogenannte rechnungsbegleitende Dokumente, die manche Behörden dann in der XML-Datei angehängt haben möchten. Das geht derzeit noch nicht. Da gibt es aber eine Erweiterung von iSales, die können das. Ist nicht richtig doch von iSales, genau. Und dann gibt es noch das Thema rechnungsersetzende Gutschriften. Also jetzt, wenn man die rechnungsersetzenden Gutschriften im Einkaufsbereich nutzt, das wird derzeit auch noch nicht unterstützt. Okay, ja, dann stürzen wir uns doch mal auf den E-Rechnungsimport. Den E-Rechnungsimport, da sind Sie ja auch in der Vergangenheit, ja, ich glaube, sehr häufig auch informiert worden von allen möglichen Seiten, E-Rechnungsimport, Rechnungsprüfung, Dokumentenworkflows, Genehmigungsworkflows, OCR-Erkennung, künstliche Intelligenz und so weiter. Was Sage jetzt hier gemacht hat, ist, dass man die gesetzliche Mindestpflicht umgesetzt hat. Und zwar hat man gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt nicht um das Schriftartenerkennungsthema. Das ist ja auch nicht notwendig, weil, wie wir gerade gesehen haben, diese Informationen ja schon in Klarschrift und zudem auch maschinenlesbar und auch ganz klar beschrieben vorliegen. Da macht eine Schrifterkennung überhaupt keinen Sinn und deshalb hat Sage das auch nicht gemacht. Man kümmert sich also um die X-Rechnung, um diese E-Rechnung. Wie gesagt, beim Zugpferd schaut man in die PDF-Datei nach, holt sich die Informationen aus der darin enthaltenen XML-Datei und bei der X-Rechnung bekommt man die XML-Datei separat.
Diese Information liest man aus und interpretiert sie. Und das kann ich Ihnen mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben den Menüpunkt einmal in der Warenwirtschaft und wir haben ihn im Rechnungswesen. Also wenn ich jetzt mal aufs Hauptmenü gehe, die war jetzt gerade fies, ich habe das über meine Favoriten gelöst. Sie haben hier in der Warenwirtschaft im Bereich Einkauf unter dem Menüpunkt Einkaufsbelege nun den Menüpunkt E-Rechnung importieren. Und im Bereich der Buchhaltung haben Sie im alten sowie auch im neuen Client die Möglichkeit, dass Sie sagen, im Hauptmenü Buchungserfassung, und da gibt es neben der konventionellen Buchungserfassung auch das Thema E-Rechnung importieren. Gibt es aber auch, keine Panik, natürlich auch in den normalen Clients, dass das genauso gelöst, Buchungserfassung, E-Rechnung importieren, und auch in der Warenwirtschaft haben Sie das selbstverständlich im Kapitel Einkauf. Da haben Sie Einkaufsbelege bearbeiten, E-Rechnung importieren. Die Dialoge von alt und neu sind immer die gleichen, ne? Also nicht, dass Sie meinen, das wäre eine komplett andere Software. Das Einzige, was sich, ja, Einzige ist gut, aber was sich ändert in den neuen, in dem neuen Client, in dem accessfreien Client, ist, dass kein Access mehr da ist und dass die Software ein bisschen aufgeräumter aussieht. Die Kerndialoge sind so, wie Sie das kennen, ist auch die gleiche Technologie und Programmierungen, die gemacht werden, sind in der Regel auch zwischen beiden Clients kompatibel. Okay, fangen wir an mit dem E-Rechnungsimportieren. Ich würde das jetzt mal einfach im Einkauf machen. So, jetzt braucht man natürlich, um eine E-Rechnung zu importieren, von irgendwoher eine E-Rechnung. Und da habe ich mir überlegt, ja, nichts einfacher als das. Sie schreiben mir alle wacker eine Rechnung und schicken mir das zu. Problem ist aber, Sie haben ja noch nicht das neue, die 908. Deshalb habe ich mir jetzt selber oder haben wir gerade gemeinsam selber E-Rechnung erzeugt. Und die importieren wir jetzt. Da werden wir natürlich damit leben können, dass der Lieferant eigentlich ein Kunde ist und der Rechnungsempfänger auch nicht so ganz richtig ist. Aber Sie werden feststellen, dass wir das mit der Funktionalität, die Sage uns da zur Verfügung gestellt hat, trotzdem handeln können. Wir haben hier einen Vordialog, der zeigt uns quasi an, welche E-Rechnung wir schon importiert haben und was damit passiert ist. Da kümmern wir uns gleich noch mal ein bisschen drum. Ich fange jetzt erstmal an und sage, ich möchte eine E-Rechnung importieren. Mit der Standardfunktionalität können Sie immer nur eine Datei importieren. Und da ist es dann egal, ob das eine Zugpferd oder eine X-Rechnung ist. Das System erkennt das. Ich will also, ich fange mal an mit der Zugpferddatei, die wir da hatten. Ich nehme die von gerade, die wähle ich aus. Sage starten und jetzt liest Sage aus dieser XML-Datei alle Informationen raus. Ist schon fertig. Ausgelesen wird also die Kennung des Verkäufers, die Adresse, der Rechnungsempfänger. Logisch sind wir jetzt gerade selber. Wir haben die Ansprechpartner und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die Sage aus der X-Rechnung rausholt. Wir sehen auch Vorgangsdaten, ja, also Rechnungsnummern, Belegdatum, Lieferdatum, stand alles da drin, Referenzen, irgendwelche Notizen, der Gesamtbetrag sind alles Themen, die schon da drin stehen. Auch die steuerrelevanten Beträge werden aufgeführt. Dann gibt es sogar schon Informationen über Bankverbindungen und jetzt halten alle die Luft an, tatsächlich sogar schon Positionen, die aus dieser X-Rechnung ausgelesen werden können. Beim Import prüft jetzt das System, ob dieser angegebene Lieferant bereits im Lieferantenstamm der Sage 100 vorhanden ist. Ja, es prüft es anhand der Umsatzsteuerkennnummer, die gefunden wird, und ob es eine eigene Lieferantennummer gibt. Das kennen Sie, ne, dass Sie da Ihre Nummer beim Lieferanten hinterlegen können. Und wenn diese Nummer gefunden wird, wird auch gleich der passende Lieferant ermittelt. Wenn jetzt keiner ermittelt werden konnte, was bei dieser Rechnung ja schon verwunderlich gewesen wäre, dann kann ich diesen Lieferanten aus dem Lieferantenstamm zuordnen und das mache ich auch. Ich habe mir da so einen Lieferanten überlegt, da nehmen wir den Herrn Schrader. Häuser Elektro Schrader. So, den habe ich jetzt eingetragen und habe hier Vorgangsdaten. Ich könnte jetzt hier auf einen offenen Vorgang von der Firma Schrader drauf zugreifen. Also in diesem Moment sucht das System nach Vorgängen. Wenn der Lieferant gefunden worden wäre, dann schaut das System sogar nach, ob die Bestellnummer im XML-Datei, in der XML-Datei vorhanden war. Und wenn das System die Bestellnummer findet, würde diese Vorgangsnummer auch automatisch aufgeführt worden.
aufgeführt worden sein. So ist es richtig. Ja, wahr ist es aber nicht. Wie gesagt, wir haben das ja gerade selber erzeugt. Deshalb nehme ich jetzt Kraft souveräner Willkür diesen Vorgang, ordne den zu. Das kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Es ist einfach nur eine Option, damit Sie sehen, dass man das machen kann. Also all das, was hier vorgeschlagen wird, sind Vorschläge, logischerweise, und können auch verändert werden, außer die Themen, die originär aus der Rechnung kommen. So, bei den Positionen werden die Artikel vorgeschlagen, weil wir die gefunden haben, aufgrund der Artikelnummer oder und Lieferantenartikelnummer. Auch das wird entsprechend geprüft und auch zugeordnet. Ist also sehr, sehr komfortabel geworden an der Stelle. Also in der XML-Datei muss nicht mal Ihre eigene Artikelnummer drinstehen. Es würde schon reichen, wenn der Lieferant erkannt worden ist, dass es eine Lieferantenartikelnummer gibt. Und das wird schon dazu führen, dass der Artikel gefunden werden kann. Wir sehen also hier einmal die Informationen aus der Datei. Und hier sehen wir die Informationen aus dem Artikelstamm. Und Sie sehen schon, wenn Sie möchten, können Sie natürlich an der Zuordnung der Artikelnummer was ändern. Ja, das kann ich machen. Ich kann das Ganze speichern. Jetzt ist dieser Datensatz aber noch nicht verarbeitet. Der ist erstmal nur in der Zwischentabelle. Und ich kann jetzt danach entscheiden, was ich daraus mache. Ich könnte mir jetzt von hier aus zum Beispiel auch noch mal ganz kurz, wenn ich das möchte, die Quelldatei anzeigen. Dann sehe ich direkt auch die PDF, kann mir noch mal das Original anschauen. Das kann ich machen. Das ist also hier problemlos möglich. Und jetzt kann ich überlegen, was ich daraus mache. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte einen neuen Beleg machen. Dann würde das System oder dann wird das System einen neuen Beleg machen, den ich hier entsprechend eingegeben habe. Und da haben Sie die Belegarten, die Rechnungsbelegarten, die Sie im Einkauf deklariert haben, zur Verfügung. Also es greift da auf die Belegartentabelle zu. Da wir jetzt hier nur so einen bedingten Vorgangsbezug haben, würde ich jetzt hier eine Direktrechnung erzeugen können. Das ist möglich. Und Sie sehen auch, dann muss ich keinen Vorgang übernehmen. Wenn ich eine Rechnung auswähle, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass Sie dort einen Bezug haben müssen zu einem Vorgang. Und dann macht es natürlich viel mehr Sinn, ich verwerfe das mal einmal, dann macht das natürlich viel mehr Sinn, dass Sie dann nicht eine Direktrechnung erzeugen, sondern tatsächlich auch einen Rechnungseingang. So, das heißt also hier, solange ich Rechnungseingang wähle, müsste ich eine Vorgangsübernahme machen. Beim neuen Beleg wird angezeigt, wird das System aber gleich meckern, habe ich ausprobiert, weil Rechnungseingang in dieser Datenbank nicht als Initialbeleg deklariert ist. Ich mache es jetzt der Einfachheit halber mal als Direktrechnung. Können Sie aber alles selber ausprobieren. Ne? Vorgang können Sie aussuchen, Vorgängerbeleg können Sie auch aussuchen oder Sie machen so. So, jetzt weiß das System schon mal all das, was ich damit anstellen möchte. Und jetzt kann ich sagen, okay, dann macht er mal einen neuen Beleg. Und jetzt sehen Sie, das System arbeitet und erzeugt im Hintergrund den Beleg aus dieser Datei und fertig. Wir haben also hier direkt auch die Position. Alle Informationen sind übernommen worden. Die 10 Sonnenschirme, die ich als Regenschirme nutze bei dem Wetter und den Hammer, um in die Wiese einzuklopfen, sind alle da. Ich kann den Beleg abschließen, drucken oder auch nicht. Bei Eingangsrechnung macht das ja vielleicht weniger Sinn. Und Sie können dann auch entsprechend sagen, okay, ich möchte einmal das Thema E-Rechnung sehen, ich möchte mir die importierten Daten anzeigen, dann springt das System wieder zurück in diese Vorerfassung. Können Sie direkt sehen, was damit passiert ist. Wenn ich es hier aktualisiere, sehen Sie auch hier, es wurde ein Beleg erzeugt und können auch die Belegnummer davon sehen und könnten natürlich auch von hier aus dann den Beleg anspringen. Das geht, also entweder Hü oder Hot, geht in beide Richtungen. Sie können auch von hier aus dann sagen, okay, dann möchte ich doch mal einmal die Quelldatei anzeigen und dann können Sie sich trotzdem noch das PDF anzeigen. Geht das auch ohne DMS? Ja, das geht auch ohne DMS. Dafür brauchen Sie kein DMS, sondern das sind Funktionalitäten, die Ihnen auch ohne Dokumentenmanagementsystem von Sage zur Verfügung stehen. Aber selbstverständlich wird auch, wenn Sie das DMS haben, das DMS mit unterstützt. Also da haben Sie keinen Medienbruch, im Gegenteil, Sie haben sogar noch eine pragmatische Zusatzlösung dazu.
Der Unterschied ist jetzt zu vielen anderen Lösungen, die Sie vielleicht schon angeboten bekommen haben, haben Sie schon wahrscheinlich schon selbst erkannt. Wo ist denn der Genehmigungsarbeitsablauf? Den gibt es hier nicht. Das ist eine ganz normale Eingangsrechnungserfassung, so wie vorher auch im Standard, nur halt elektronisch unterstützt. Und es ist auch nicht im Kollektiv möglich. Also wir haben ja gerade gesehen, wir können immer nur einen Beleg aufrufen. Immer nur, also soll jetzt nicht abwertend klingen, wir können einen Beleg aufrufen. Dann können wir einzeln verarbeiten, zuordnen, ist jetzt aber nicht aktuell noch nicht im Kollektiv machbar. Wenn Sie also diese E-Rechnungsvorgabe dazu nutzen wollen, diesen Eingangsrechnungserfassungsprozess deutlich zu straffen, dann ist das hier dann ist das hier eher nicht das Werkzeug, was man einsetzen sollte, sondern dann sollte man sich zu diesen E-Rechnungstools, an diesen E-Rechnungstools orientieren. Da gibt es ja verschiedene Hersteller. Alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber für die einzelne Rechnungsimportiererei finde ich, dass das super gelungen. Es werden alle Informationen erkannt. Ich habe eine Übersicht, welche Rechnung ich importiert habe und ich kann auch sehen, was ich damit gemacht habe und ich kann auch sehen, was ich damit noch zu tun habe. Ich kann mir vorstellen, dass die E-Rechnungstools-Anbieter, die jetzt Genehmigungsabläufe darstellen, sich auch in diese Darstellungsform integrieren können. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es dann in sehr kurzer Zeit dann auch Möglichkeiten gibt, dass ich aus diesem E-Rechnungsimport dann einen Genehmigungsworkflow lostreten kann oder und dass es Möglichkeiten gibt, von der Seite diese Tabelle oder diese Vorerfassung im Kollektiv zu befüllen, dass es dann also auch möglich sein kann, dass man ein Eingangsrechnungsverzeichnis hat für als PDF oder für XML-Dateien, als auf Dateiebene oder gar Eingangsrechnungs-E-Mail-Postfächer, die dann automatisch damit interagieren. Also da kann man gespannt drauf bleiben. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Was fehlt noch? Also wenn jetzt auf diesem System hier, in diesem Demosystem, ist kein DMS installiert, aber wenn das DMS installiert ist, wird selbstverständlich auch der Originalbeleg ins DMS-System abgelegt. Auch bei den X-Rechnungen, kleiner Hinweis noch, kann es Rundungsdifferenzen geben. Es kann auch sein, dass der Steuersatz, der in der Rechnung enthaltenen Artikel, nicht mit dem im Artikelstamm hinterlegten Steuersatz übereinstimmt. Das kann sein. Also, wenn der eine meint, das wären 19%, bei Ihnen sind 7%, da kann es Betragsdifferenzen geben. Das Thema Rabatte, das kennen wir schon aus dem EDI-Bereich. Das kann sehr unterschiedlich interpretiert und sehr unterschiedlich umgesetzt sein. Also, da kann es auch noch Themen geben. Da müssten Sie auf jeden Fall noch mit draufschauen. Und das Thema Zuabschläge, die ja auch manchmal steuerrelevant sind und mal nicht, da muss man auch drauf schauen. Was will ich damit sagen? Also es ist eine super Geschichte, aber es gibt, wie das so oft ist in der Praxis, während der Praxis dann halt schon so Feststellungen, wo man sagt, okay, das müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Ist aber auch, und das kann ich Ihnen sagen, aus der Erfahrung von vielen EDI, also von Projekten, wo der Lieferant mit dem Kunden im Kollektiv Daten austauscht, nicht ganz unüblich, dass man die Datendefinition speziell bei Rabatten oder Steuersachverhalten noch entsprechend feinjustieren muss. Trotzdem bietet es die Möglichkeit, dass man sehr, sehr viel Arbeit nicht mehr machen muss oder zumindest die Tipparbeit reduziert und sich dann voll auf die Kontrollarbeit fokussieren kann. Ja, Sage weist noch darauf hin, dass Rechnungen im UBL-Format nicht unterstützt werden. Das weiß ich gar nicht, was das ist, aber dann scheint es auch nicht so weit verbreitet zu sein. Anzeige von Anhängen im XML, das hatte ich schon erwähnt, und selbsterstellende Gutschriften. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, boah, und wie sieht das jetzt aus im Rechnungswesen? Das möchte ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten. Es ist zwar sehr ähnlich, aber nicht gleich. Deshalb zeige ich es Ihnen. Ach, auch da wollte ich den neuen Client zeigen. Wie gesagt, gibt es aber in beiden Clients, also kein Problem. Wir rufen das E-Rechnungsimportieren, den E-Rechnungsimportier-Menüpunkt auf und oh wei, oh wei, was ist das denn? Wir sehen hier alle Dateien, die verarbeitet wurden. Und das ist eigentlich ganz schön, weil sowohl der Einkauf als auch derjenige, der Kostenrechnung in der Buchhaltung annimmt, ist also in der Lage nachzuschauen, wann welche E-Rechnungen wie importiert wurden und was damit veranstaltet wurde. Das finde ich persönlich ganz gut. Ja, nehmen wir auch hier mal so einen Rechnungsimport. Ich wähle mir eine Datei aus. Ich nehme jetzt keine Zugpferddatei, wäre ja langweilig, nämlich die X-Rechnungsdatei, die wir uns gerade selber erzeugt haben. Logischerweise die XML-Datei. Könnte aber auch die PDF-Datei nehmen. Ich glaube, das wird beides funktionieren. So, und auch hier ist es so,
Das System erkennt aufgrund der ja, strukturiert und maschinenlesbaren Daten alle Informationen aus der Datei, macht Vorschläge, prüft das genauso, wie es gerade bei Bestellwesen auch war. Und lustigerweise sieht es genauso aus wie all das, was ich ihm ja auch gezeigt habe. Es werden ja auch Positionen angezeigt. Nichts anderes. Und jetzt werden hier zufälligerweise Artikel angezeigt, weil wir diese Artikel haben. Wenn das System nicht erkannt hätte, würden die trotzdem angezeigt werden, weil die Positionen aus der Rechnung ausgelesen wurden. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann jetzt sagen, okay, als erstes muss ich was machen. Ich muss sagen, für wen nehme ich das? Dann nehme ich auch wieder unseren Herrn Schrader, der mir so ans Herz gewachsen ist. Ups, am besten schreibe ich den noch richtig. So, und den Lieferant habe ich zugeordnet, auch wie gerade. Ich könnte jetzt eine Belegart machen, will ich aber gar nicht. Ich speichere das erstmal nur und kann jetzt sagen, was möchte ich machen. Sie sehen hier oben, es sind zwei Optionen aktiv geworden und ein paar andere gibt es nicht. Also Beleg erzeugen, Vorgangsübernahme gibt es nicht, logischerweise, weil wir uns ja gerade im Rechnungswesen erzeugen, ach, befinden. Ich kann also hier Buchung erzeugen oder Buchung erzeugen STIF. Was ist der Unterschied? Ja, die Buchhalter wissen es schon. Bei der Buchung erzeuge ich eine Buchung für ein Konto, eine Buchung für den ganzen Beleg. Und bei SDIF bereitet das, also hier beim ersten bereitet das System eine Buchung vor mit einem Gegenkonto. Und bei Buchung erzeugen SDIF bereitet das System eine Buchung vor für jede Position. Also es gibt eine Aufteilungsbuchung. Wir sind auch jetzt schon direkt in die Buchung reingesprungen und sehen jetzt hier, dass passend zu den Positionsbeträgen das System jetzt von Ihnen erwartet, die Gegenkonten einzugeben. Das macht bei Kostenkonten natürlich viel Sinn. Also könnten Sie hier direkt die Kosten eingeben. Ich sage jetzt mal Porto. Hoffe ich, dass wir das finden. Genau. Und dann habe ich noch Wareneingang. Ich habe mich vielleicht gerade etwas vertan in der Gewichtung der Beträge. Ein teures Porto, ein kleines Detail. Egal, ich speichere jetzt mal ganz einfach und habe dann entsprechend die Buchung erzeugt. Und genauso wie wir das kennen, es gibt hier gerade noch einen Fehler. Okay, der Betrag stimmt noch nicht ganz wegen der Steuer. Ich hatte darauf hingewiesen. Aber genauso wie in der Warenwirtschaft auch haben wir dann die Möglichkeit, dass wir dann aus dem E-Rechnungstool erkennen können, dass eine Buchung daraus erzeugt wurde, dass wir von hier aus in den Buchungsnachweis, in die Buchungserfassung springen können oder aus der Buchungserfassung dann die E-Rechnungsfunktion aufrufen und uns dann anschauen können, wie die Quelldatei aussah, sprich der Beleg, oder dass ich mir die importierten Daten anzeige, sprich dann in dieses E-Rechnungsimportteil springe. Es gibt noch zwei kleine Sachen, die ich jetzt im Anschluss noch loswerden möchte. Danach können wir direkt in die Fragerunde springen. Möglicherweise hat es der eine oder andere von Ihnen schon gesehen. Also es gibt einmal im Auslandszahlungsverkehr im Rechnungswesen Neuigkeiten. Also die bisherigen MT sowieso Nachrichten, die werden jetzt durch eine ISO-konforme Meldung abgelöst. Das wird noch bis November 2025 wird das noch parallel laufen können. Daher bieten die Sage dieses ISO 222 für den Auslandszahlungsverkehr in Deutschland optional an. Ja, also bis Ende November 2025 müssen Sie es umgestellt haben. Ist natürlich in Absprache mit dem kontoführenden Kreditinstitut zu prüfen, ob dort dieses Format schon unterstützt wird. Ich habe aber schon eine Rückmeldung von Kunden, die sagen, ich muss sogar schon dieses neue Format eingeben. Eine etwas schneller zutreffende Neuigkeit ist die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Auch das ist ja, es ist, Ihnen wird eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Die bekommen Sie automatisch zugeteilt. Ist auch eine gesetzliche Verordnung, Abgabenordnung ist da die Grundlage. Und das können Sie dann in den Mandanteneinstellungen eintragen. Das will ich Ihnen auch kurz zeigen, wo das ist, damit Sie es nicht lange suchen müssen. Machen wir in der Buchhaltung, gibt es in der Warenwirtschaft nicht diese Einstellung. So, komm schon. So, da ist er. Auch hier gibt es ja den Bereich Umsatzsteuer und da haben Sie diese Wirtschaftsidentnummer.
Jetzt wird der eine von oder andere von Ihnen sagen, hä, ist da die Steuernummer? Ja, kann, also die Umsatzsteueridentnummer, ja, es ist im Wesentlichen auch. Es gibt also die möglicherweise noch irgendwelche Einstellungen. Also das haben Sie aber auch in der Nacht in der Mitteilung. Wichtig ist, dass diese Identifikationsnummer dann auch, ja, ähnlich wie die Umsatzsteueridentnummer eindeutig für Sie übergeben wird. Dann gibt es noch eine gesetzliche Neuerung im Rahmen der elektronischen Betriebsprüfung. Für die deutsche Rentenversicherung müssen Daten aus dem Lohnprogramm übergeben werden können. Bedeutet, warum erzähle ich das jetzt im Zusammenhang mit der Sage 100? Also diese Betriebsprüfungsverordnung sagt, dass man neben den Daten aus dem Entgeltabrechnungsprogramm auch Daten aus der Finanzbuchhaltung übermitteln werden kann. Und man kann dann in den Stammdaten der Sachkonten, das kann ich Ihnen auch kurz zeigen, ein Konto hinterlegen oder für diesen Sachverhalt entsprechende Konfiguration hinterlegen. Also man kann sagen, ob dieses Konto jetzt für die Datenübermittlung genutzt werden kann. Und dann kann ich sagen, hier sehen Sie es, EU Betriebsprüfung, Datenexport, ja oder nein. Und dann werden die Daten von diesem Konto als CSV-Datei mit exportiert. Die kann man also exportieren und die Sage HR Suite liest dann die Daten und packt die mit in die Datenübertragung an die Prüfer. Ja, das sind im Wesentlichen die Sachen, die ich Ihnen heute mitteilen möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie das nachlesen können. Es gibt einmal einerseits die Möglichkeit, dass Sie die Hilfetexte aufrufen, also die Online-Hilfe von Sage. Wenn Sie die aufrufen, sehen Sie in der Bahnwirtschaft oder im Rechnungswesen immer das Gleiche. Sie können die Neuerung der aktuellen Version anklicken und dort bekommen Sie das, was ich Ihnen erzählt habe, auch nochmal zum Nachlesen. Wir können Ihnen aber auch den Link zuschicken im Nachgang. Über die Knowledge Base von Sage bekommen Sie dann noch so einen Wartungstext, wenn Sie möchten. Da steht im Detail drin, was sich alles geändert hat. Also Sie sehen, es gibt neue Funktionen, natürlich auch Korrekturen, wie das bei jeder Version so ist. Im Bereich XLM gibt es auch noch ein paar Themen, die korrigiert wurden. Also es gibt auch eine Menge Kleinigkeiten, aber das wird heute irgendwie den Zeitrahmen sprengen. Auch dort geben wir Informationen, wie Sie an diese Informationen kommen, im Nachgang zu diesem Video. Und allen Teilnehmern senden wir diese Datei auch mit zu, mit dem Link, wie Sie dann zu der Aufzeichnung von diesem Webcast kommen. Ja, deshalb würde ich jetzt gerne mal, wenn es für Sie okay ist, ja, die Fragerunde eröffnen. Adriane, haben wir ein paar Fragen, die ich beantworten kann? Wir haben einige Fragen. Der Dominik hat auch schon im Hintergrund einige beantwortet, schriftlich. Das ist nur nicht für die Allgemeinheit sichtbar. Ja, es fing Ja. an um 10:11 Uhr. Da ging es um die Light-ID. Ne? Wo beantragt man die? Und muss ich jeden Kunden nach seiner Light-ID fragen? Also diese Wirtschaftsident nach diesem Leit nach dieser Leitweg-ID, ne? Genau. Das hat Dominik schon mal beantwortet mit Nein, die Leitweg-ID ist auf jeder elektronischen Rechnung an öffentliche Auftraggeber der Bundesverwaltung anzugeben. Diese stellt sicher, dass beispielsweise eine Behörde der Bundesverwaltung eindeutig identifiziert und adressiert werden kann. Ne? Nur Gut. bei öffentlichen Auftraggebern der Bundesregierung gilt nicht für das Geschäft zwischen Unternehmen an sich. Okay, wenn aber Das noch. war die Leit-ID. Genau. Wie wird die Schnelländerung für 908 nachgeliefert? Wir haben ja keine zwei Versionen gleichzeitig im Betrieb, um diese dann noch mit der alten Version durchzuführen, sobald wir das neue Update haben. Doch, haben Sie. Es sind immer beide Versionen da. Also, um die Frage zu beantworten, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe es auch erst vor kurzem entdeckt, dass das in dem neuen Client noch nicht da ist. Aber jeder Kunde hat automatisch immer beide Versionen. Okay. Die Zugpferddatei sieht auf den ersten Blick aus wie ein gewöhnliches PDF. Wie kann ich unterscheiden, vor allem beim Rechnungseingang, ob es sich um eine E-Rechnung handelt oder um ein altes Format in Form des gewöhnlichen PDFs? Dominik hat das schon beantwortet, hat ein Hat er schon. YouTube-Video einen Link Perfekt. geschrieben. Der einfachste Weg ist es,
Weg ist zu erkennen, sich unser YouTube-Video anzusehen. Ja, es gibt möglicherweise ähnlich einfach ist, Adobe Reader auszuwählen oder einen anderen PDF-Leser. Bei Adobe weiß ich, gibt es ein Symbol, was anzeigt, da gibt es noch eine XML-Datei. Das hatte ich gerade schon mal gezeigt. Und das sehen Sie dann auf dem rechten, auf der rechten Leiste. Wenn eine XML-Datei enthalten ist, wird das dort angezeigt. Wie Und wer dann verhält diese der XML-Datei öffnet, erkennt sogar, welches Format das ist. Also ob das jetzt ein altes Zugpferdformat ist, ein neues ist oder ein X-Rechnungsformat. Okay, Jetzt weiter. nochmal die Frage, die ist auch schon mal öfter aufgekommen. Wie verhält sich der Rechnungsversand beim Stapeldruck? Gibt es hierzu eigentlich einen Tipp, um bei Outlook nicht jedes Mal freigeben zu klicken? Ja, das müsste ich. Ich muss jetzt, wir müssen jetzt schauen, wie sich das mit den neuen, mit der neuen 08 im Stapeldruck verhält. Wenn das Ganze in der Datei ausgegeben wird, passiert das sowieso nicht. Aber tatsächlich, wenn Kunden sagen, ich möchte die E-Mail-Datei vorher nochmal sehen, da gibt es ja so einen Haken, was übrigens viele wollen, aus welchem Grund auch immer, dann wird das in Outlook angezeigt. Ich meine, man könnte es verhindern, indem man den Haken nicht setzt. Aber das müsste man bitte einmal ganz kurz mit dem Support des Händlers klären. Die Frage kriegen wir schnell beantwortet. Wir arbeiten bei der Erfassung von Einkaufsbelegen mit dem Aufgabencenter. Wie lassen sich die E-Rechnung hier einpflegen? Sprich, ist die Erfassung der E-Rechnung damit kompatibel? Oder müssen wir künftig über die Erfassung per Option der Einkaufsbelege arbeiten? Also Aufgabencenter wird wahrscheinlich die Rechnungseingangsprüfung, die alte sein, auf Aufgabencenter-Basis. Also nach meinen Informationen gibt es da keine E-Rechnungskompatibilität. Müsste man aber beim Hersteller erfragen. Also ich weiß es derzeit nicht. Ich will auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Wir könnten, also das würde ich gerne recherchieren und dann auch als Information bereitstellen. Okay, die nächste Frage von Nikolas. Frage zum E-Rechnungsimport. Wie geht das System Positionen um, die nicht zu bekannten Artikelnummern passen? Was ist, wenn es gar keine Artikelnummern gibt? Zum Beispiel ein Elektrounternehmen rechnet seine Dienstleistungen ab. Ja gut, gibt es denn, also in der, wenn Sie das in der Warenwirtschaft erfassen, müssen Sie ja irgendeinen Artikel eingeben. Das machen Sie ja bisher auch über irgendeinen Artikel, den können Sie auch als Einmalartikel deklarieren, dann wird ja sogar in der Historie die belegbezogene Bezeichnung mit weitergeführt. Das müssten Sie auch machen. Also es wird dann in der Position nicht automatisch eine Artikelnummer zugewiesen werden. Die können Sie dort manuell eintragen und dann wird das bearbeitet wie bisher. Wenn Sie das bisher in der Buchhaltung erfasst haben, dann machen Sie es wie bisher auch, ne? Das System schlägt Ihnen pro Position oder pro Beleg eine Position vor in der Buchungserfassung. Sie geben das Konto dazu ein und sind dann auch durch. Also eigentlich läuft es so wie bisher. Sie kriegen von irgendwoher eine Rechnung über Dienstleistungen und die können Sie genauso erfassen wie bisher. Das System unterstützt Sie in Form der E-Rechnung ja nur, dass es einen Artikel vorschlägt, wenn es einen findet. Wenn es den nicht findet, können Sie eine Artikelnummer ergänzen. Können mehrere Bestellungen einer Rechnung zugeordnet werden? Das ist ja eine Frage der Warenwirtschaft, Sammelrechnung im Einkauf. Das ist ja eigentlich eine Sammelrechnung im Einkauf, ne? Also mit der E-Rechnungsimportfunktion geht es derzeit nicht, das kann ich schon mal festhalten. Werden beim Speichern der E-Rechnung die Einzelpreise der Positionen in die Stammdaten übernommen? Muss ich klären. Gute Frage, weil normalerweise ist es ja so, dass Sie je nach Einstellung tatsächlich ja in der Belegerfassung gefragt werden, hey, hier ist ein neuer Preis eingegeben worden, soll ich den in die Stammdaten übertragen? Das ist eine gute Frage, ob das bei der E-Rechnung auch funktioniert. Müsstest du mir bitte aufschreiben, Adriana, kläre ich, kriegen alle Teilnehmer eine Mitteilung drüber. Ja, hier nochmal die Frage, wie sieht die Zuordnung bei Artikeln aus? Welche die Artikelnummern des Lieferanten haben und nicht die gleichen wie in unserem System? Kann man das manuell zuordnen? Merkt sich das System eine manuelle Zuordnung für zukünftige Importe? Nein, das wird es nicht automatisch lernen. Also ich hatte ja vorhin erzählt, das System findet die Artikelnummer entweder, weil es die gleiche Artikelnummer ist oder weil diese Artikelnummer im Artikellieferantenstamm als Lieferantenreferenz hinterlegt, Referentenartikelnummer hinterlegt ist.
Die Frage deutet ja darauf hin, man ordnet jetzt in dem Beleg tatsächlich diese Relation her und ob dann automatisch eine Abfrage kommt, soll ich diese Lieferantenartikelnummer speichern? Nee, das passiert derzeit nicht. Das muss in den Stammdaten eingegeben werden. Okay, weiter geht's. Ist es zwingend erforderlich, ein DMS zu verwenden, um die E-Rechnung GOBD-konform und revisionssicher abzuspeichern? Oder reicht die unveränderliche Speicherung in Sage selbst dafür aus? Nee, also ja und nein. Also erste Frage war, muss ich, um das revisionssicher zu gestalten, ein DMS haben? Ja. Und um es revisionssicher abzulegen, reicht die Sage-Speicherung definitiv nicht aus. Man braucht ein testiertes, man braucht ein revisionssicheres DMS-System und auch noch ein Testat von der Wirtschaftsprüfung oder vom Steuerberater, dass die Prozesse auch konform sind. Dann ist es revisionssicher und dann wären Sie auch könnten Sie auch die Eingangspapierrechnung vernichten. Ohne DMS geht es Unabhängig, aber nicht. ja, es kommt noch eine Frage. Unabhängig zur E-Rechnung, gibt es einen groben Zeitplan, wann die accessfreie Clients mit XRM kompatibel sind? Eventuell schon in dieser 9.08? Also der offizielle Zeitplan lautet spätestens 2028 wahrscheinlich eher. Bis 2028 wahrscheinlich eher haben wir nicht mal die 908, sondern irgendeine andere Version. Also ich rechne nicht in der 908 damit. Ich rechne, ja, klingt jetzt blöd, aber so bald wie möglich. Ich weiß, dass Sage das gerne so früh wie möglich machen möchte. Aber man hat uns noch im Mai gesagt, wir machen es spätestens bis 2028, aber sobald es sich die Möglichkeit ergibt, machen wir es eher. Wir erstellen jeden Tag Sammelrechnungen über die entsprechende Sage-Funktion inklusive Sammelversand der Mails. Kann man diesen beibehalten, wenn manche Kunden die Rechnung nur per Mail bekommen und manche als Zug fährt? Ja, das geht definitiv. Sie können ja per Mail Rechnung verschicken und das können Sie ja machen, Rechnungsversand per Mail. Und Sie können dann selbstverständlich sagen, ja, okay, der eine bekommt jetzt tatsächlich eine Rechnung per Mail nicht als Zugpferddatei. Wobei, also technisch wird das gehen, bin ich ganz sicher. Ich frage mich nur, ob das sinnvoll ist. Also wenn einer eine PDF-Rechnung bekommt, warum soll er die ja nicht mit inkludierter XML-Datei bekommen? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Elmar fragt, verstehe ich das richtig? Sage bietet eine isolierte Version der E-Rechnung nur für Rechnungen, die in Sage angelegten Kunden betreffen. Es gibt also keine Lösung für Rechnungen zum Beispiel von Autohäusern und so weiter. Doch klar, also wir können ja die Rechnung auch in die Buchungserfassung integrieren. Ist genauso wie bisher auch. Also ich muss ja nicht über das Bestellwesen gehen. Ich habe zwar angefangen mit dem Weg über die Bestellwesen-Geschichte, aber die Integration in die FIBU ist ja auch da. Also Ist noch natürlich eine kann ich auch Ergänzung. Rechnung von Autohäusern importieren, klar. Okay. Wäre noch interessant, ob Aufgabencenter noch in 908 funktioniert. In den FAT-Clients, also in den Access-Clients, wird das noch gehen. Das sehen Sie auch hier. Ja. Da gibt es auch noch die alte Rechnungsprüfung und so weiter und so fort. In den neuen Clients habe ich das bisher nicht gesehen und ich würde mich jetzt mal, auch wenn ich dafür vielleicht auf die Mütze bekomme, aber ich würde mich mal festlegen, ich glaube nicht, dass das Aufgabencenter für die neue Version gibt. Da gibt es aber. Ja, Punkt. Das ist das, was ich derzeit weiß. Aber müsste ich auch noch mal nachfragen, bevor ich jetzt was Falsches sage. Also ich glaube von der Architektur her, dass es nicht in den neuen Client passt. Kann mich aber auch irren, würde ich gerne nachreichen, die Informationen. Ist die Steuernummer wirklich notwendig? Umsatzsteuer, die bekommt man ja, aber die Steuernummer, das hatte der Dominik schon beantwortet mit entweder oder ist nötig. Also faktisch reicht eine der beiden Nummern. Ja, also es gibt sehr detaillierte Anleitungen zum Thema E-Rechnung von Sage. Die können wir auch nochmal mitschicken. Also da gibt es, ich fürchte mal, eigentlich zu viel Information. Wir haben unseren Kunden ja auch so ein ja, komprimiertes Dienstleistungspaket angeboten, damit man durch die Fülle der Informationen einigermaßen gut durchgeleitet wird. Also da gibt es sehr detaillierte Informationen und ich würde
in Zweifel vorschlagen, dass Sie einfach nochmal Ihren Support kontaktieren bei diesen Detailfragen. Also es gibt diese Informationen, ja, können Sie alle nachlesen, ist aber ja mittlerweile schon sehr aufwendig, weil es sehr viele gute Informationen gibt. Am einfachsten ist dann, den Support zu kontaktieren. Die vorletzte Frage. Wie wird sichergestellt, dass PDF und XML zusammenpassen, zum Beispiel Kontonummer? Okay, also das ist, also der Druckprozess ist in Sage so gestaltet, dass gesagt wird, hier habe ich die Daten aus dem Beleg und alle relevanten Daten, die ich für den Ausdruck brauche. Die werden an ein Programm übergeben und damit ist die Belegerfassung eigentlich fertig mit der ganzen Geschichte. Den Rest macht der Server. Der Server sagt also, oh, das ist ja eine E-Rechnung, also muss ich die Informationen einerseits als PDF-Datei generieren und die Informationen einfach noch reinkleben. Weshalb erkläre ich das jetzt so kompliziert, damit klar wird, dass das System nur eine Datenbasis hat und daraus PDF und XML macht. Das kann gar nicht unterschiedliche Informationen daraus machen. Das wäre technisch nicht möglich, weil das alles in, ja quasi mit der gleichen Quelle passiert, auch wenn zwei Sachen gemacht werden und dann wieder zusammengeführt werden. Ich hoffe, ich konnte es so einigermaßen erklären. Kommen wir zur letzten, bisher letzten Frage. Kann man das XRM deaktivieren, wenn man es gebucht hat, aber doch nicht verwenden will, um dann den neuen Client doch schon früher nutzen zu können? Klar, kann man machen. Müsste man über den Fachhändler machen. Da gibt es jetzt keinen Schalter, wo man sagen kann, schalte ich aus. Das müsste man mit dem Fachhändler abklären, wie das am besten zu funktionieren hat. So wie ich die Sache einschätze, ist aber jetzt ist meine Vermutung, hat das eher mit lizenzrechtlichen Themen zu tun. Deshalb darf man das wahrscheinlich nicht in der neuen Oberfläche noch nicht benutzen, solange, ja, nee, gut, wobei es gibt im CRM-Komponenten, die sind in Excess. Also müsste man mit dem Fachhändler erklären, wie man das am besten abschaltet. Sehr schön. Das war es jetzt eigentlich noch. Eine Bitte noch von unserem lieben Dominik, der auch im Hintergrund agiert, auch schon Fragen beantwortet hat. Wäre total toll, wenn Sie unseren YouTube-Kanal natürlich weiter nutzen und darauf zugreifen. Sie können auch direkt Ihre Fragen unter den YouTube-Videos jeweils stellen. Und es wäre ein schöner Support für uns alle, die im Hintergrund daran arbeiten, damit der YouTube-Kanal, wie gesagt, weiter in die Welt getragen wird und genutzt wird. Prima. Ja, also wenn keine mehr Fragen sind, hoffe ich, dass ich Sie einigermaßen gut unterhalten konnte und Sie gut informieren konnte. Und würde mich freuen, Sie mal bald wiederzusehen. Und ja, gönnen uns allen ein schönes Jahresendgeschäft. Ach, wir haben ja noch einige Wissenskompasse. Ich mache hier noch nicht die Jahresverabschiedung. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag wünsche ich. Wir haben immer noch eine Frage. Da ist noch eine reingerutscht, Ja. Stefan. Möchtest du noch? Oh, Ich ja, glaube, klar. damit ist der Import gemeint und die Betrugprävention. Auf PDF steht richtige Bank und im XML eine Bankverbindung Ah, eines diese Intrusion, jau, das ist Betrügers. eine gute Frage, verdammt, jau. War eine doofe Antwort, eine gute Frage, aber eine doofe Antwort von mir, sorry dafür. Nee, klar, habe ich auch schon von gehört, dass es Leute gibt, die diese E-Rechnung abfangen und dann, ja, was anderes unterjubeln, eine andere Bankverbindung. Habe ich, also da gibt es verschiedene Werkzeuge, die sowas sicherstellen. Wow, ich glaube, Adriana, dazu müssen wir nochmal einen separaten Webcast aufsetzen. Das ist echt wichtig, das Thema, und da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also das Thema nehmen wir auf. Ich kann es nur jetzt nicht schnips beantworten, weil da gibt es eine Menge mehr Möglichkeiten. Wird aber geklärt und aufgenommen. Ja, ich glaube, dann sind wir fast fertig. Ich mache noch mal kurz rühre noch mal kurz die Werbetrommel für unseren Wissenskompass. Wir haben jetzt im November noch dreimal den Wissenskompass. Morgen mit Dominik, digital unterschreiben von überall, mit einem externen, ja, Partner Paperless Solution und Sven Feldhaus. Wenn Sie sich dafür noch anmelden wollen, generell, Sie sind immer herzlich willkommen, am Wissenskompass teilzunehmen, jeden Donnerstag um 10 Uhr.
Ansonsten ist natürlich auch, steht die Aufnahme immer freitags zur Verfügung. Wir freuen uns aber auch immer, wenn Live-Gäste dabei sind, ihre Fragen stellen. Und auch um das Format weiterhin und auch in 2025 fortzuführen, steckt eine Menge Arbeit für Bestandskunden dahinter, die wir super gerne machen. Und es ist, wird auch immer erfolgreicher. Und wir führen es 2025 weiter und hoffen da einfach auf rege Teilnahme von Ihnen. Danke. Alles klar. Vielen Dank und schönen Tag. Ciao.